Yo, was geht ab, Leute? What's poppin', YouTube-Wax? Wieder für euch am Start mit einem weiteren The Journey-Video auf meinem Kanal. Ihr wisst es ist wieder 15 Uhr, es ist Zeit für The Journey und ich bin wieder übertrieben motiviert, auch wenn es gerade übertrieben früh ist und ich einfach unfassbar doll krank geworden bin. Man mag es vielleicht an meiner Stimme hören, dass ich krank geworden bin, aber das hält mich nicht auf, für euch zwei Videos am Tag zu machen. Lasst wieder eine Bewertung da, lasst wieder ein Abo da, aktiviert wieder die Abo-Glocke und heute geht es weiter mit The Journey, auch wenn ich nicht so laut und so viel reden kann. Gucken wir uns erstmal wieder das Social Media an, Leute. Wundert euch nicht wegen der Cap und so. Ich bin gerade richtig unmotiviert, duschen zu gehen und so. Das mache ich nach dem Video. Und EA Sports postet Mr. Alexander mit einem seiner besten Spieler im Trikot von LA Galaxy. Verdient Spieler des Tages. Das hatten wir uns ja schon in der letzten Episode alles angeguckt. Da gibt es nichts Neues und wir sind schon auf 501.000 Follower gekommen. Die Tabelle sieht eigentlich relativ nice aus. Die Playoffs werden auf jeden Fall erreicht, wenn wir so weitermachen. Wir sind auf dem vierten Platz, haben 4 Punkte Abstand, beziehungsweise 3 Punkte Abstand von Seattle. Und dritter werden wir, glaube ich, nicht mehr. Aber den vierten Platz können wir halten und so ziehen wir auf jeden Fall auch in die Playoffs ein. Und ich check mal ab, wie es hier jetzt weitergeht, Leute. Bleibt wieder bis zum Ende dran. Ich will jetzt wissen, was passiert. Wird Hunter jetzt doch noch von LA Galaxy wegwechseln oder wird er jetzt bleiben? Vielleicht wieder eine Sequenz mit dem Vater und seiner Schwester. Ihr habt in der letzten Episode gesehen, die Schwester ist auf einmal am Start. Und ich brauche auch meine Kopfhörer, damit ich alles hier mithören kann, weil so höre ich ja nichts. Aber mit den Kopfhörern weiß ich, was der Trainer sagt. Okay, heute arbeiten wir an den Flanken. Ich will, dass die Hereingaben absolut perfekt sind. So, wir simulieren heute nochmal alles, weil wir sind sowieso easygoing noch in der Startelf. Das nächste Training werde ich dann wieder spielen. Aber dieses simuliere ich einfach nochmal. Und wir gucken mal, vielleicht B und B. What? Hunter! Was ist los mit dir? Was ist denn los mit dir? C und D. Das ist ja gar nicht gut. Was hat der Trainer jetzt dazu zu sagen? Okay, das war's für heute. Denkt an eure Ausrufphase. Ja, die Ausrufphase müssen wir auf jeden Fall wieder dran denken. Und vor allem Hunter muss man denken, dass er wieder besser sein muss im Training. Sonst wird das nichts mehr mit der Startelf. Oh, oh, oh. Psch. Ganz ruhig, Leute. Ist das Hunters Villa im Dunkeln? Sieht richtig nice aus auf jeden Fall. Oha. Geil, Digga. Wer ist gekommen? Wer kommt? Oh! Die Limo war klasse. Nur schade, dass du mich nicht selber abgeholt hast. Krieg ich keine Umarmung? Na komm. Umarm doch mal deine Mom, Alter. Wie war der Flug? Lang. Sie merkt, irgendwas ist schief. Irgendwas ist ja unglaublich. Wirklich unglaublich. Dir geht's gut hier in L.A., Alex. Schade, dass Opa nicht mitkommen konnte. Was ist los? Bess, du hättest mir Kim nicht verschweigen dürfen, Mom. Ihr seid euch begegnet? Ich bin ihr begegnet. Du musst verstehen, wie hart es für mich war, als dein Dad mich verließ. Ich meine, er wollte lieber Kim als uns. Was hätte ich denn tun sollen? Sie ist meine Schwester. Deine Halbschwester. Digga. Ich wollte dich beschützen, Alex. Oh. Danke. Ich hatte doch nur dich. Chill, 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 Hunter. Das ist deine Mom, Alter. Sie wollte dich ehrlich beschützen. Ja, komm, geh hin, Digga. Das ist deine Mutter. Chill mal, Alexander. Oh mein Gott, guck mal, wie abgefuckt er ist. Guck mal, wie traurig. Lass uns was unternehmen. Ja. Wir könnten in ein Restaurant gehen. Was Gutes. Klingt gut. Boah, was war das für eine Sequenz? Ich schwöre, Gänsehaut am ganzen Körper.
Uiuiuiui, die Mutter wusste auch einfach von Kim, das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, er hat einfach die Mutter und Hunter angelogen, aber scheinbar wussten sie alle schon von Kim, nur Alex Hunter nicht. Und das Social Media berichtet wieder, beziehungsweise postet wieder. Bei Mr. Alex Hunter ist endlich Ruhe eingekehrt, jetzt kann er sich darauf konzentrieren, uns mit Topleistung zu begeistern. Auf jeden Fall, das werden wir machen. Mr. Alex Hunter, los geht's. LA Galaxy spielt an diesem Spieltag zu Hause im Zentrum der Aufmerksamkeit, Alex Hunter. Und mit einem seiner besten Spiele, ja, das hatten wir schon. Nice, okay, das heißt, wir haben die Sequenz gesehen, die war auf jeden Fall übertrieben krass. Hat mir gefallen. Und was ist denn diese Geheimaufgabe, Mann? Die Geheimaufgabe ist immer noch fragwürdig für mich. Ich weiß immer noch nicht, was ich da machen muss. Wir werden es noch herausfinden und gehen jetzt wahrscheinlich in ein Spiel gegen Chicago. Uiuiui, spielen heim und werden Chicago jetzt auseinandernehmen. Hoffe ich zumindest. Wir werden gegen Schweinsteiger die alte Legende spielen. Mal gucken, ob er in der Startelf steht. Gegen Schweinsteiger zu spielen jetzt mit Alex Hunter, warum nicht? Warum nicht, kann man auf jeden Fall machen. Und wir stehen wieder in der Sturmspitze. Zardes ist die hängende Spitze. Und so werden wir jetzt ins Spiel gehen, Leute. Die Followerzahl steigt nochmal um 4260. Nice, bei Hunter läuft auf jeden Fall. Und ich hoffe, bei uns steigt die Followerzahl auch heute wieder. Abonniert alle meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt bis jetzt. Ihr wisst es, let's go. Boah, das war ein Fehlpass, den er nicht machen durfte. Da unten alles frei, zack, nochmal auf Zardes. Das könnte was werden. Das könnte was werden. Alex Hunter, Finesse und mach ihn doch, Bro. Macht er stark. Nein, ich komme nicht hinterher. Guck mal, wie langsam mein Verteidiger da ist. Oh, was? Tschüss. Ich hatte das heftig machen mit dieser Schusstäuschung. So, das lässt klatschen. Geht da auf jeden Fall gut ab. Aber die machen alles def, Alter. Die machen alles gut zu. Egal, ein paar Doppelpässe jetzt hier. Oh, guck jetzt da. Zack. Und dann sind wir durch und machen das 1-0. Auch wenn es nicht mit Hunter war, war das richtig geil gespielt. Und dafür machen wir wie immer das erste Mal den Ribari-Tanz. Ich grüße die Slums. So, wir kriegen wieder unsere Anweisungen, Leute. Beeindrucke den Boss. 6,8 haben wir easy geschafft. Wir müssen nur noch ein Tor erzielen und dann haben wir alles geschafft mit Alex Hunter. Komm, das schaffen wir doch. Jawohl, komm. Hunter muss jetzt auch noch ein Tor schießen. Das waren die Anweisungen vom Trainer. Das werden wir natürlich versuchen. Ja, das kommt. Oh, das geht trotzdem, das geht trotzdem. Hunter, heal to heal. Hunter, hau einfach mal rauf. Vielleicht geht der ja rein. Tschüss. So, wir gewinnen mit 1-0, Leute. Das Tor mit Hunter haben wir leider nicht mehr geschafft. Aber es zählt am Ende nur, ob wir gewonnen haben oder nicht. Und das haben wir noch einen Schritt weiter in die Playoffs. Das heißt, wir haben die zweite Aufgabe dann wahrscheinlich mit sehr guter Wahrscheinlichkeit gepackt. Und was ist denn die Geheimaufgabe? Das checke ich immer noch nicht. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Leistung, die erste geschafft. Das Tor haben wir leider nicht erzielt. Aber das Spiel haben wir gewonnen. Und das ist, was für mich gerade zählt. Deswegen finde ich das nice. Okay, hier können wir es nochmal sehen. Spielbelohnungen, bam. Eine Bewertung von 74 haben wir bekommen. Startelf-Bonus kriegen wir natürlich wieder $2600. Torschützenbonus, bruh, 0. Aber die Einnahmen, die steigen trotzdem um mein Transferwert sowieso. Und somit sieht das Ganze schon mal richtig nice aus, die Trainerwertung. Bam, wir sind wieder easygoing in der Startelf. Auch wenn wir das Training immer simulieren, hauen wir uns dann im Spiel wieder die Punkte beim Trainer rauf. Und hier, oh, das ist alles richtig nice gestiegen. Nice, okay, feier ich. Bam, und wir sind auf dem 78er Rating auch noch. Wir haben richtig viel geschafft, dieses Spiel. Gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt drücke ich hier mal auf Weiter. Und wir haben 2 Attributpunkte gerade bekommen für das Spiel. Das finde ich geil. Wir gucken mal, ob wir jetzt in dem Haus von Alex Hunter sind. Ich muss ja schon Villa sagen, das ist ja gar kein Haus mehr. Oder ob eine Sequenz kommt. Nope, wir sind in dem Haus von Mr. Alex Hunter. Und ich check mal ab, was wir hier für Attributpunkte vergeben können. Vorerst aber hat die Mutter von Alex Hunter noch was gepostet. Verdienter Sieg heute, Mr. Alex Hunter. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht. 3 Zähler für LA Galaxy, das hilft natürlich enorm. Gute Leistung von Mr. Alex Hunter. Kommt jetzt der Aufschwung. Der wird auf jeden Fall kommen, das haben jetzt schon sehr viele von euch gepostet. Und die Torjäger-Attribute kann man wieder verbessern. Machen wir hier eine Abseitsfalle über Listen? Ach, das brauchen wir nicht. Oder Schusskraft, lange Schüsse. Junge, ihr habt in den letzten Episoden gesehen, was Hunter für Tore vergeben hat, die er eigentlich hundertprozentig machen müsste. Deswegen finde ich es gerade richtig nice. So, wir machen mal die Fernschüsse ein bisschen höher. Auf 80 geht das dann hier. Oder die Schusskraft. Komm, ich mache erstmal die Schusskraft, bam, und dann auch noch die langen Schüsse. Das heißt, ich habe beides aufgebessert. Ich glaube aber, als nächstes sollten wir mal wieder ein paar
Dinger von hier machen, weil das zählt eigentlich auch ein bisschen beim Spieler. Der soll ja nicht nur stumpf stürmen können und nichts anderes können. Aber egal, nice. Wir haben uns ein bisschen verbessert wieder und checken mal ab, was jetzt geht. Ich bin jetzt wieder ruhig. Wir gucken uns das alles gemeinsam an. And this is your party tomorrow. On some kind of thing. Should be a good time. Come by if you have any other plans. Nein, Mann, klingt gut. Ich hab nichts vor. Swing by after 6 tomorrow. Party should have started by then. Cheers, mate. Okay, Mann, danke. Wieder eine neue Party, Leute. Vielleicht kommt dann die Freundin von Hunter. Man weiß nicht. Er muss doch eine Freundin langsam kennenlernen. Psch. Ich dachte schon, ich hätte die falsche Adresse. Ziemlich schickes Haus. Oh mein Gott. Ich habe dir doch im Dinner meine Meinung gesagt. Was willst du hier? Wie bist du denn hierher gekommen? Eieieiei. Ich würde sagen, wir antworten diesmal nicht hitzköpfig, weil wir wollen die Schwester ja auch ein bisschen kennenlernen. Was willst du? Was willst du hier? Wir hatten keinen guten Start. Die wollte ich dir geben, falls du morgen Abend noch nichts vorhast. Da ist doch die Party. Ist schon cool, fürs Nationalteam zu spielen. Ist nur ein Testspiel, aber wenn ich gut spiele, bekomme ich vielleicht mal was Großes. Du spielst Fußball. Ja, liegt im Blut. Hey, finde ich nett, aber ich habe keine Zeit. Oh. Okay. Boah. Dachte, du würdest gerne mitkommen. Sag Bescheid. Wäre doch echt cool, mal von Alex Hunter Tipps zu bekommen. War eine dumme Idee, hierher zu kommen. Oh mein Gott. Oh, eine Sache noch. Real Madrid hatte ich gar nicht verdient. What? What? Real Madrid hatte ich gar nicht verdient. Was meinst du denn damit, Alter? Real Madrid hat Hunter sowas von verdient, Alter. Okay, ich bin Real-Fan. Ich kann das jetzt nicht groß sagen hier. Ich kann da nicht meine Meinung zu abgeben, aber... Heftig, was hier heute wieder passiert ist, Alter. Die Sequenzen haben mir gefallen, das Spiel hat mir gefallen. Und damit sage ich mal, lasst wieder alle eine Bewertung da, lasst wieder alle ein Abo da. Und das war krass. Ich bin gespannt. Wie gesagt, heute kommt noch ein Video um 19 Uhr. Morgen kommt die nächste Episode in The Journey. Und dann werden wir wahrscheinlich sehen, ob Hunter doch zum Spiel geht oder zu der Party mit Thierry Henry. Wir werden es sehen, Leute. Bleibt auf jeden Fall stabil, bleibt am Ball, bleibt gesund und werdet nicht so krank wie ich. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und Peace!